Es ist ein Riesenschock für Phil Laude. Seine Freundin Nadja Bilek ist am 13. Juli verstorben. Bereits am 5. Mai bekam die 25-Jährige eine plötzliche Hirnblutung. Nach einer Operation lag sie 18 Tage lang im künstlichen Koma. Am 24. Mai wachte sie wieder auf. Es ging ihr den Umständen entsprechend gut. Durch eine Reha kämpfte sie sich zurück ins Leben. Doch am 11. Juli bekam sie eine zweite Hirnblutung und verstarb 2 Tage später schließlich an einer dritten Blutung in der Uniklinik Köln. Diese traurige Nachricht teilt der Schauspieler nun auf seinem Instagram-Profil. Dazu verfasst er rührende Worte an seine verstorbene Freundin, mit der er 8 Jahre lang zusammen war. Liebe Nadi, schon bevor wir zusammen waren, hatte ich mich in dich verliebt. Du warst meine Traumfrau. Ich habe mein Glück oft gar nicht fassen können. In deiner Gegenwart fühlte man sich immer geliebt, geachtet, verstanden. Jeder, der dich kannte, weiß, wovon ich rede und war wahrscheinlich auch ein bisschen in dich verliebt. So wie du eben auch so vielen Menschen Liebe geben konntest. Phils viele Follower bekunden unter dem Post ihr tiefstes Beileid. Auch wir wünschen dem 28-Jährigen sowie Nadjas Familie viel Kraft in dieser unfassbar schweren Zeit.